Hallo meine Lieben, herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich sehr, euch wieder begrüßen zu dürfen und ja, die Glossy Box für den Monat Oktober ist gekommen und zwar schaut die so aus, zum Fürchten. Das ist die neue Box und die heißt Hidden Places. Obendrauf war schon gleich dieser Strichcode, den habe ich schon gleich eingescannt, dass wir keine Zeit verlieren. Also es war obendrauf. Naja, das ist was ist heute wieder. So ein ramponiert, so schaut es innen aus und das war obendrauf gehen. So, gut, die Schleifle ist ganz außen vor. Gut, okay. Lassen wir das mal. Dann fangen wir mal an. Am Schluss schauen wir natürlich wie immer nach, was das alles wert ist und kostet und ja. So, dann haben wir hier wieder Nahrungsergänzungs-Trimenchil 60 Gummis, Biotin zu einer normalen Funktion des Nerven, zu einer normalen psychischen Funktion bei, ja, das ist immer gut, glutenfrei, laktosefrei, okay. Zwei Gummis am Tag, ja, Biotin ist auch immer gut, Vitamin D, Pantothensäure, Melatonin und blibla, 5 bis 7, K2 Vitamin, ja. Ja, dann für 30 Tage dann, okay. Jetzt darf ich langsam mal aufhören mit ihrem Dings. Dann haben wir hier von Molton Brown, was ist das? Orange und Bergamot Bath and Shower Gel, wow. Okay, Molton Brown ist, wow. Eine hochpreisige, oh, ehrlich. Na, Bergamotte liebe ich ja, diesen Duft. Mag ich sehr. Und es ist so ein kleines Fläschchen, sage ich jetzt mal. Ja, gut. Dann haben wir hier was mit Manuka Honig Peel-Off Maske. Wow, schön. Von Schäbens. Okay, das ist super. Ja, das wird ausprobiert, antibakteriell beruhigend und entzündungshemmend. Naturreiner Manuka-Honig, Bisabolol, Vitamin B3, Hypoallergen. Ja, ist sehr schön von Schäbens, ist immer gut, es wird ein Goodie sein, nehme ich jetzt mal an. Ja, ich... So. Gleich geht's weiter. So, weiter geht's. Sorry für die kleine Unterbrechung. Hier haben wir von Pixie bei Petra. Ach, Brauthammer. Ah, Augenbrauen. Gel ist das okay. Ja, ein durchsichtiges, ne, wie es ausschaut, das lasse ich jetzt zu. Ja, da habe ich so viel schon. Lip Power, Liquid Lipstick von Josephine. Habe ich die Farbe schon? Zwei habe ich schon von Josephine. Mal gucken, ob ich diese Farbe schon habe. Josephine ist ja eine sehr hochpreisige Marke. Auch von, ja, so wie es ausschaut, habe ich die schon. Keep Heine. Das ist rot, ein richtig schönes Rot, wie das da ist. Ne? Mhm. Schön, schön, schön. So, gucken wir mal. Und zu guter Letzt haben wir noch von Alverde einen Mono-Lidschatten in dieser Farbe. Jo. Smoky Petrol, ja. Smoky Petrol ist immer gut. Petrol mag ich. Ist das zum... Ach nee, das ist okay. Ja. Mal swatchen.
Ja. Oh ja. Schöne Farbe, ja. Jo, sehr, sehr schön. Doch, doch, gefällt mir. So, jetzt schauen wir mal. Die Kiste ist leer. Ja, unsere Produkte. Dann gucken wir mal, was das so alles wert ist. So. So, wie ihr seht, ich habe schon eingescannt, ne? So, an den schönsten Ort dieser Welt geht es für dich in diesem Monat mit unserer Hidden Places Edition im Spezialdesign. Schließe kurz deine Augen und erinnere dich an den geheimnisvollsten, ungewöhnlichsten Ort, an dem du je gewesen bist, ob du in deinen Träumen oder in Wirklichkeit. Beam dich gedanklich dahin zurück. Was hat dich daran fasziniert? Das Unentdeckte, Unberührte und Unerforschte. Inspiriert durch diese Details begeben wir uns in diesen Herbstmonat auf eine Entdeckungsreise mit jeder Menge neuer, aufregender Beauty Essentials. Bereit, von dir entdeckt, ausprobiert und liebgewonnen zu werden. Und es gibt eine riesige Überraschung für 200 unserer Glossies. Mit etwas Glück findest du im Oktober ein Golden Ticket mit einem Gewinn in deiner Box. Alle Infos, ich habe nichts, kein goldenes Ticket. Okay, mach mal weiter. Hidden Places. Okay, was ist in deiner Box? Ja. Josephine ist die Hidden 2, die Nummer ist die Nummer 2 und die Nummer 1. Ja, ich habe, glaube ich, schon die 2. 26 Euro kostet. Es ist ein Full-Size-Produkt, ne? Und kostet 26 Euro. Molden Brown, Orange und Bergamot, Bergamot, Bath und Shower Gel. Perfektes, ja, für innere Ruhe und Entspannung. Genau. Anwendung, laufende Wasser, tüt. 50 Milliliter sind es, 50 Milliliter kosten 5 Euro und 300 Milliliter 28 Euro. Ja, das sind 50 Milliliter, also kosten 5 Euro. Genau, das teuerste ist ja diese Josephine Liquid Lipstick. Brautamer Clear Gel, genau, von Pixie by Petra, verleihe deinem Brauen einen magischen Touch. Dieses Augenbrauengel ist der Schlüssel zu deinem perfektionierten Look, den Wow-Effekt garantiert. Okay, kostet 16 Euro, 4,5 Milliliter, ist auch ein Full-Size-Produkt. Schaut nicht auf meine Haare, ich habe die heute früh gewaschen, an der Luft trocknen lassen. Ja. Und ja, Fibra Clinics hätten sein können. Volumize Shampoo, na Shampoo habe ich schon so, so viele. Bin ich froh, dass es Hair Butter von Naturebox, ja. Ja, und dann Alverde, da gibt es 5 Farben. Mehr Farbe für deinen kommt dank dieser Lidschatten. Kostet 2,25 Euro, 2 Gramm. Ja. Diese 5 Farben hätten, na komm, nee, nö, leider nicht, so, okay, na gut, 2,25. Nagellackette drin sein können von Catrice, ja, das sind so Neonfarben, war nicht drin, hab genug. Ah, da haben wir es, diese Dings. Gummis, Dream and Chill, Heavy Ten, please. Also, die Gummis, Dream and Chill habe ich, die kosten je 7,99. So, da gibt es Energy,
Kick und Immuntium, die kosten jeweils 10 Euro. Okay, gut. Ja, ansonsten, nee, habe ich nichts drin gehabt. Ja, war leer. Nö, passt. Das war's dann. Ja, wahrscheinlich diese Manuka-Honig ist ein Goodie, das so dazugelegt worden ist, nehme ich gern an. Nehme ich natürlich gerne an und freue mich darüber. Ja. Ja, man weiß ja, Honig ist sehr, sehr gut entzündungshemmend, antibakteriell und so weiter, ne? Beruhigend, ja. Honig ist immer gut für die Haut, ne? Also von daher, ja. So, das war's für diesen Monat wieder mit den Boxen. Die Glossy Box und die Pink Box ist ja schon kommen. So. Und ja, ich bedanke mich recht herzlich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, es kommt auf jeden Fall die nächsten Tage ein Schminkvideo. Ja, weil ich habe nämlich noch Paletten, die ich noch nicht verwendet habe. Ne? Ja. Die wollen auch mal benutzt werden. Ne? Aber ja. So. Okay, meine Lieben, dann wünsche ich euch ein schönes Wochenende. Ich denke mal, dass ich dieses Wochenende das schaffe, das Video zu machen. Okay, meine Lieben, dann bis zum nächsten Mal und tschüss.